in. No gunshots, but they getting low, 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 getting. Hallo Leute, ich bin Legend Keller und heiße euch herzlich willkommen zu meinem ersten Tipps und Trick Video. Im heutigen Video möchte ich mal ein bisschen über Call of Duty Advanced Warfare reden und darüber, wie ihr Waffen in dem Spiel freischalten könnt. Zuerst ganz klassisch die Ball, AK, AX und so, das sind halt die Waffen, die ihr durch Level freischalten könnt. Das heißt zum Beispiel hier MK14 wird ab Level 42 freigeschaltet, ich bin Level 26, das heißt in 16 Leveln schalte ich die Grundversion von der Waffe frei. Dann gibt es noch Waffen wie die Ball oder die AK12 Wrecker, HBRA3 Avenger Joe, EMR Feedback. Das sind Waffen, die ihr durch Zocken freischalten könnt. Wie genau? Ihr braucht 300 Kills mit der jeweiligen Waffe. Um zu gucken, wie viele Kills ihr habt, könnt ihr auf Herausforderungen gehen. Dann geht ihr hier auf Waffen, dann geht ihr auf Sturmgewehr meinetwegen und dann wie ich hier auf die HBRA3. Und ihr könnt jetzt sehen, ich habe 365 Kills mit der Waffe gemacht. Als ich den 300. Kill gemacht habe, habe ich die Waffe bekommen. Und sobald ihr 200 Kills habt, könnt ihr dann in diesen Weg hier, den ich euch gerade gezeigt habe, reingehen und dann würdet, wo hier gerade der Hintergrund zu sehen ist, den ich freischalten würde, würdet ihr halt sehen, dass ihr dann in dem Augenblick hier die HBRA3 Avenger Joe als nächstes freischaltet. Wie gesagt, das geht mit einigen Waffen hier, mit der AK, mit der Ball, das geht glaube ich so gut wie mit jeder Waffe. Dann gibt es, wie hier noch zu sehen, die Waffen noch andere Versionen von, und zwar Kadett, Profi und Elite. Das sind Waffen, die ihr nur momentan nur per Vorratslieferung bekommt und ja, es, wie zu sagen, Elite-Waffen sind halt die seltensten, sind dementsprechend auch die besten Waffen. Dann gibt's noch die Profi-Waffen und die Kadett-Waffen. Kadett sind am häufigsten kommen die vor. Und wie hier zu sehen bei der Profi-Waffe, wenn man auf dieses Symbol achtet, was ganz rechts zu sehen ist, wo gerade der rote Pfeil drauf war, das heißt, ihr könnt keinen Rotpunkt auf diese Waffe draufpacken. Das gibt's manchmal noch so Spezifikation. Es gibt auch manche Waffen, das ist automatisch ein Schalldämpfer drauf und wie ihr gerade sehen könnt, ich kann keinen Rotpunkt auf die Waffe drauf packen. Hier könnte ich einen Rotpunkt auf die Waffe drauf packen, habe sie aber noch nicht freigeschaltet, beziehungsweise ich habe den Rotpunkt noch nicht freigeschaltet. Und das sind halt so Kleinigkeiten, worauf man achten muss und wie gesagt, die meisten Waffen kann man halt per Vorratslieferung bekommen und Vorratslieferung bekommt man im Laufe der Prestige. Und wenn ihr dann auf Waffenkammer gebt, einlösbare Objekte, könnt ihr hier gucken, welche Waffen ihr schon habt. Wenn ihr eine Waffe gar nicht braucht oder nicht nur Waffen, es sind ja auch Helme und Knieschoner und so ein ganzes Zeug drin, was auch leider in den Vorratslieferungen kommt, denn ich reg mich jedes Mal auf, wenn man endlich in eine Vorratslieferung kommt und dann irgendwelche Schuhe oder Kadettschuhe oder so drin sind. Hier könnt ihr auch reingehen und wenn euch eine Waffe nicht gefällt, könnt ihr einfach Viereck drücken und dann könnt ihr die Waffe verkaufen und kriegt dafür extra ja, XP-Punkte, um Level aufzusteigen. Ich mach meistens oder ich versuche meistens halt die Waffen, wenn ich gerade neu Prestige bin, zu verkaufen, denn so kommt man meistens schnell allein durchs Verkaufen der ganzen Waffen auf Level 9 bis Level 10 und hat dann schon ein paar mehr Perks und Waffen freigeschaltet. Und ja, das war's eigentlich auch soweit mit meinem ersten Tipps und Tricks Videos. Ich weiß, die meisten Leute von euch wissen sicherlich schon, dass das möglich ist, aber dieses sollte eigentlich so ein Tipps und Tricks Videos für die Anfänger in Call of Duty sein. Und da bedanke ich mich fürs Zusehen. Haut da rein.